Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute den neuen Roman von Marco Balzano mitgebracht, Wenn ich wiederkomme. Er ist im Diogenes Verlag erschienen und von Peter Klöss aus dem Italienischen übersetzt. Marco Balzano erzählt darin die Geschichte einer kleinen Familie, die in Rumänien lebt und die stellvertretend für all die vielen Menschen in den osteuropäischen Ländern steht, die wiederum in andere industrialisierte Länder gehen müssen, um dort zu arbeiten, egal wie auch immer, irgendwelche Hilfsarbeiten anzunehmen. Und es ist, in diesem Fall geht es um Daniela und ihre kleine Familie. Daniela beschließt eines Tages, von zu Hause fortzugehen. Sie hat mit ihrem Mann Philipp unendlich lange darüber diskutiert. Es muss sich etwas verändern, die Familie braucht Geld und sie brauchen Arbeit. Die Zukunft der Kinder steht irgendwie in den Sternen. Sie wollen es besser machen für sich. Und weil Philipp das eigentlich nicht möchte, dass Daniela zum Arbeiten ins Ausland geht, macht sie es in einer Nacht- und Nebelaktion im wahrsten Sinne des Wortes. Sie packt heimlich ihren Koffer und rennt von zu Hause weg. Sie nimmt den Bus, ihre Freundin Clarissa hat ihr eine Arbeit in Italien besorgt und dort wird sie als Altenpflegerin arbeiten am Anfang, dann als Kindermädchen, als Putzfrau. Sie wird unendlich viele Arbeiten annehmen und zum Teil auch gleichzeitig machen. Es ist sozusagen ein 24-Stunden-Job, 7 Tage die Woche. Am Anfang kommt sie noch recht regelmäßig nach Hause, erfüllt den Kindern alle Wünsche, aber das ersetzt natürlich nicht, dass sie nicht da ist. Philipp ist eigentlich man würde boshaft sagen, er ist eigentlich ein Nichtsnutz. Er kriegt irgendwie nichts auf die Reihe, er trinkt unglaublich gerne und viel. Er gibt Versprechungen ab, dass er alles auf die Reihe bekommt irgendwie, aber es ist nicht so. Sobald sich ein Problem stellt, macht er sich aus dem Staub. Und so ist es dann auch. Er geht auch weg von zu Hause. Und für die beiden Kinder, Manuel und Angelika, ist das natürlich eine unglaublich schwierige Zeit. Sie werden irgendwie mit diesem Problem, dass sie zurückgelassen sind oder wurden, fertig. Sie setzen sich irgendwie damit auseinander oder ignorieren es in gewisser Weise auch. Angelika macht ihrer Mutter Vorwürfe, weil diese natürlich immer nur sagt, ja, wenn ich wiederkomme. Aber sie ist letztendlich 4 Jahre in Italien. Und die Besuche zu Hause in dem kleinen Dorf in Rumänien werden immer größere Abstände, wenn sie nach Hause kommt. Sie arbeitet einfach 7 Tage die Woche. Manuel, ihr Sohn, der kommentiert das Weggehen jedes Familienmitglieds mit dem Wort minus eins oder mit dem Satz minus eins. Der einzige Halt, der noch ist, das sind die Großeltern. Die kümmern sich halt so gut sie können, besonders der Großvater nimmt Manuel liebevoll, aber streng unter seine Fittiche. Und das besonders, als der Vater weggeht und Manuel so ein bisschen auf die schiefe Bahn gerät. Er trinkt sehr viel mit seinem Freund. Da holt der Großvater ihn zurück nach Hause ins Dorf und da muss er mit anpacken, damit er ja nicht auf dumme Gedanken kommt. Aber als der Großvater dann stirbt, da ist für Manuel auch der letzte Halt verloren gegangen und er fühlt sich in der Welt verloren. Er telefoniert mit der Mutter sehr ungern, er leidet darunter, dass sie nicht da ist. Und eines Tages baut er dann einen ganz schweren Unfall mit dem Moped seines Freundes und fällt ins Koma.
Und dann kommt die Mutter zurück nach Italien. Sie setzt sich an das Bett ihres im Koma liegenden Sohnes und wird erzählen, wie er auf die Welt gekommen ist, wie er groß geworden ist. An all die schönen Sachen wird sie sich erinnern, die sie mit ihm erlebt hat. Und sie wird ihm von ihrem Leben in Italien erzählen. Von der Arbeit rund um die Uhr, von der regelrechten Ausbeutung, von dem Alleinsein und von der großen Sehnsucht, die sie selber auch hat, nach ihrer Familie. In Marco Balzanos Buch Wenn ich wiederkomme, geht es um Menschen, ja, die es ja wirklich gibt, die aus Polen, Rumänien oder woher auch immer in andere Länder gehen, ob nun nach Italien oder nach Deutschland oder in die Schweiz oder Österreich, um Geld zu verdienen, damit sie ihren Familien ein besseres, ein schöneres Leben bieten können. Und das hat mich sehr beeindruckt. Marco Balzano findet eine ganz feine Sprache sowohl für die Verzweiflung und Sehnsucht der Mutter als auch für den Kummer der Kinder. Und ja, darum möchte ich euch dieses Buch empfehlen. Es ist mein erstes Buch von Marco Balzano. Ich weiß, dass er schon mehr geschrieben hat und auch heute zu den wichtigsten Autoren Italiens gehört. Und ich kann nur sagen, mir hat es sehr gut gefallen. Und ich hoffe, er findet viele begeisterte Leser. Marco Balzano, Wenn ich wiederkomme, im Diogenes Verlag erschienen. Meine Empfehlung für euch.